Moinsen, Servus und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Batman Arkham Origins. Wir sind auf diesem Schiff und jagen den Pinguin. Letztens mit dem Bossfight des Jahrhunderts. Alter, der Fighter war so krass, ne? Ich komme immer noch nicht drauf klar, ne? Ich bin immer noch am Zittern, ne? Mein Puls ist immer noch 180. Das war kranker als Elden Ring. So. Ironie off. Springen wir einfach mal drüber. Sehr gut. Styler. Wenn Mr. Cockletop mit seinem Gast fertig ist und herausfindet, dass ihr Flachzeiten zugelassen habt, dass Batman seine Kämpfe ruiniert hat, was glaubt ihr, wird er dann mit euch anstellen? Tja, das denkt kann... drüber nach, Jung! Das weiß nur eure Fantasie, Leute. Ach du Scheiße. Oh. Oh, hi, Mark. Und was geht da unten? Nee. Ich wollte eher wissen, was hier unten geht. Wer hat den alten Seelenverkäufer nicht vermisst? Wie wird er das neue wohl nennen? Ich dachte zuerst, da geht's weiter. Aber, oh, geil. Ja, komm, wir wollen die sweeten Combo-Mechanics haben. Kritischer Konter. Der Schaden des Konters zu dem im Combo um 2 Stunden. Kritischen Konter. Also Doppelswing oder wie? Okay, gut. Habe ich. Hast recht. Naja, vielleicht bringt ein neuer Name ja Glück. Wir brauchen. Vor allem wenn die Fledermaus. So, geht nicht. Ah, danke, Game. Game, du, ich liebe es, wenn Games dir immer alles erzählen. Okay, wir müssen sowieso irgendwann hier eh wieder hin. Dann sind wir immer noch im Tutorial-Mode. Für all diejenigen, die es noch nie in ihrem Leben gemacht haben halt, ne? Ich habe ihn gesehen. So. Oberdeck. Geil. Ach du Scheiße. Ist bestimmt alles Teil von Pinguins Plan. Die Frage ist nur, kann Tracy ihn aufhalten, bevor er den Bitte beweg dich. Da mache ich mir keine Gedanken. Beweg Tracy dich. Tracy weiß, was sie tut. Sie ist ganz schön tough, was? Oh ja. Aber trotzdem was fürs Auge. So. Tschüss, wo ist der denn hingeflogen, ne? Gib ihm. Alter, was geht jetzt ab? Leicht glitchy, hä? Hey, ich hab ne Nachricht für den Batman von seinem Kumpel, den Electrocutioner. Er ist wieder auf den Beinen und sagt, nee. Die Runde geht zwar an dich, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Der kommt wieder, Batman. Ja, da freue ich mich ja. Da freue ich mich ja mal. Chipsky ist aufgewacht und hat sich aus dem Staub gemacht. Ich hätte ihn fesseln und die Polizei rufen sollen. Alfred, ich bin mit einem der Killer zusammengestoßen. Lester Buczynski. Der Elektrocutioner. Geht's ihm gut? Ja, aber er konnte entkommen. Seine Handschuhe senden einen starken elektromagnetischen Impuls aus. Wenn du das Signal isolierst, kann ich ihn aufspüren. Ich mach mich an die Arbeit. Was werden Sie nun tun? Ich bin auf dem Weg zum Casino der Final Offer. Pinguins Assistentin wird mich zu ihrem Boss bringen müssen. Nice. Scheiße, ich hätte vorher Dinge zu machen müssen. So, nochmal. Detektiv-Mode. Also ich kann hier beim besten Willen nichts erkennen.
Oder muss ich einfach nur zurücklatschen? Also ich kann da doch nicht rein, oder? Oh, ich kann... Hä? Ich dachte, das wäre so unter Strom. Also nur oben. Okay, gut. Sorry, das war falsche Intuition. Wo muss ich überhaupt hin? Oh. Buongiorno. Ah. Ich hab mich schon gewundert, warum wird's das Ding hier überhaupt? Und hallo sagt's hallo zu Papa. So. Sehr schön. Die sind halt wirklich eher, habe ich bislang den Eindruck, anspruchslos, die Rätsel. Aber gut, ne? Muss man sich auch nicht zu sehr von ablenken lassen hier im Game. Das ist, hat was für sich. Rätsel oder so? Gibt's hier überhaupt Rätsel? Das weiß ich aber auch noch nicht, ne? Es gibt ja sowas wie Rätsel, glaube ich, in den Gang. Das Casino. Da. Pinguins Assistentin muss hier sein. Sie wird mir sagen, wo ich Cobbleports Büro finde. Hier drin wahrscheinlich, ne? Ach, Dollar. Ich dachte schon, das wäre SS Final Offer. Ne, Dollar Final Offer. Soll ich sie ihm bringen? Der Zaster muss hier weg, bevor die Fledermaus auftauchen. Hast ja recht. Hey, denkst du, was ich denke? Ich denke, du solltest die Schnauze halten und das Geld einpacken. Ach, es ist so viel. Wird doch keiner merken, wenn ich mein Weihnachtsgeld abzwacke. Hast du von dem Letzten gehört, der sowas versucht hat? Der Pinguin hat zu ihm gesagt, er kann's abarbeiten. Auf dem Meeresgrund. Hey, hab ja nur gefragt. Wer hat das Geräusch hier gemacht? Irgendwas hat hier geknallt. Du willst mir also so richtig auf den Zeiger gehen. Mr. Cobbleport empfängt gerade niemanden und ich lasse dich bestimmt nicht sehen. Also mach dich gefälligst vom Acker. Begleite dich zur Tür, Junge. Schau mir mal hinter die Maske. Hey, ich hab dich doch erwischt. Oh ja, den fetten Armbrechen, geil. So, dann probieren wir gleich mal Klinge ausschalten. Komm schon, Jungs, beeindruck mich. Seltsam. So, wer hat die Schusswaffe? Was nimmst du bloß für Drogen? Wir üben jetzt mal. Erledigt ihn! Ich will das anlegen. Ach, WASD muss ich drücken, ne? Komm schon, Jungs. Oder? Wie wir die Dinger auf der Final Offer regeln. Ich will doch nur ein bisschen trainieren, Leute. Schwitz mich auf. Jungs, ich schlaf hier gleich ein. Seid mal ein bisschen eng. Ich glaube, ich übertreibe hier ein bisschen. Erstmal alle anderen, wir machen alle anderen weg. Wollt ihr Weihnachten noch erleben? Dann tötet ihn! Flawless Victory ist was anderes. Aua! Na, machen wir mal anders. Aber ist das wirklich WASD, nur die Reihenfolge? Das Büro scheint mit dem Theater verbunden zu sein. Und Eintritt erhält man über das Sicherheitsbüro. Aha.
können die Dinger eigentlich? Oh, geil. So. Wie sehen die denn da noch? Man erkennt's nicht, geil. Oh. Tja, was machen wir jetzt? Ah! Hallöchen. Erstmal, Digga, du kommst in den Raum, ohne deine Waffe zu entladen. Was ist denn falsch bei dir? Er muss erstmal hier klack, klack machen, ey. Da drin ist ein fucking Dämon, der euch hops nimmt. Und du kommst auf die Idee. Geil. Achso. Gute analoge Methode, ne? Ich hoffe, du greifst da nach deinem Lipgloss. Ich wusste doch, du bist ein echter Schlappschwanz. Und jetzt? Hallo, wer ist Kay? Oh, der hat. Ja, der Pinguin hat so seine. Und das hört, wurde garantiert seine Ladies. Seine ist richtig Trierinnen. So. Komm schon, lass mich raus! Das ist nicht witzig! Doch. Deal machen, achso. De Alm. Noch so, und wie ich das konnte. Ich muss jetzt, muss ich raus? Da muss ich raus. Das Theater. Hallo Scheiße. Du weißt, dass du hier nicht willkommen bist. Ach, die Fetten, na okay. Was wir mit ungebetenen Gästen machen, aber das wird in Kürze rausfinden. Raus da. Jetzt bist du fett. Klar, dass sie sich direkt die Waffen nehmen, ey. Steht da nicht mehr. Raus hier, lass mich in Ruhe. Gib ihm. Oh mein Gott. Alter, wie die hier rumfliegen. Habt ihr das gesehen, Junge? So pures Wrestling. Dark Knight Herausforderung. Gehe ich davon aus, dass ich die schon habe? Ja, die habe ich alle schon. Ja, easy. Ach, die werde ich auch irgendwann noch alle machen. Das ist ja süß hier. Seht nur, die Final Offer ist sie nicht prächtig. Und das bei dem Schnäppchenpreis, den ich diesen somalischen Piraten bezahlt habe. Die Kunden sind
Köln ist. Frachter- und Kreuzfahrtschiff in einem. Ein Schiff mit stolzer Geschichte. Sowas wird heute gar nicht mehr gebaut. Hart wie Kupfstahl und mit allen Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann. Diese Piraten wissen gar nicht, was ihnen entgangen ist. Cool, das ist... Aussie, das ist ultra nice. Also, eigentlich ist es das wirklich, aber leider ist es kriminelle Energie, die da verbreitet wird. Kann ich es leider so nicht billigen. Nie gelesen, aber wenn du gerne betest, Batman-Film, da halten, steigt er ja auch quasi erst auf. Sagt, was er ist. Habt ihr das mitbekommen, ihr Geilen? Hab ich dich! Du hast deine Position verraten! Als ob. Ist doch nicht ansatzweise, wo ich bin. Ich weiß, dass du da hinten steckst. Den Dingens könnte man benutzen. Den, diese Feuerlöscher in der Theorie. Der Wind. Wind's Howling, mein Lieber. Was geht da unten für eine Lightshow ab? Wenn ich sterbe, nehme ich die Geisel mit mir. Okay. Das heißt, ich muss die anderen jetzt killen, ohne gesehen zu werden. Sehe ich das richtig? Gleiten ist wirklich nicht so geschmeidig wie in den anderen Teilen. Viel geschmeidiger. Wir sehen aus wie die letzten Anfänger. Komm her, du. Und wieder eine Dark Knight-Herausforderung. Waren hier überhaupt entführt worden? Hallo. Ah, ein Falconi. Was willst du? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Er ist dein Boss. Was will der Pinguin von ihm? Alberto Falconi, ich habe keine Ahnung, was der Pinguin von ihm will. Ich schwör's. Keine Ahnung, was dein Ziel ist, aber der alte Falconi stünde in deiner Schuld, wenn du Cobblepot erledigst. Er ist direkt hinter der Tür da. Nein, danke. Ich brauche keine Falconis, die mir was schulden. Mr. Falconi bringt mich um, wenn ich Alberto nicht nach Hause bringe. Mr. Falconi bringt mich um, wenn ich Alberto nicht nach Hause... Who the fuck ist Alberto? Der goldene Umberto ist das höchstens. Oh, hier kann man auch Dingens benutzen. Lol. Okay, das sind alles nur so Trickwände. Da kann man halt alles zur Theatralik und Täuschung verwenden, ne? So, dann gehen wir mal rein. Dann wollen wir mal. Also, wo waren wir? Candy! Sie haben dem kleinen Alberto hier vorgeschlagen, hey Baby, seinen Vater von der Frührente zu überzeugen. Er hat abgelehnt und sie einen, was war's?
psychotischen Bastard genannt. Nein, 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 bitte! Jetzt hör lieber zu, Falcone. Ich frag dich nämlich zum letzten Mal. Was wirst du deinem Vater sagen? Dass wir aus dem Waffengeschäft aussteigen. Ich verspreche es. Ich bringe ihn dazu. Deine Lippen bewegen sich, Birdie. Aber ich höre nicht, was ich hören will. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ihr Trottel, macht ihn besser klein, bitte. Das geht. Folter ist ja nicht erlaubt. Nur Leuten, die Knochen brechen. Scheiße, ich will das echt mal probieren. Scheiße, das muss aber auch so perfekt sein, ne? Ach scheiße, das wollte ich gar nicht. Ausweichen ist eine Sache. So, mit dir übe ich es. DASD weg. Ach so. Ah, jetzt habe ich es gerafft. Ich muss nicht WASD komplett drücken. Ich muss ja gar nicht WASD komplett drücken. Warte mal eine Minute! Ich habe dich beobachtet! Ich bin auch nicht schlimmer als du! Kipp ihn. Black Mask hat das Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Wo ist er? Ich verfolge nicht alle Rachegeschichten hier. Du bist in dieser Stadt nicht sehr beliebt. Läuft die Zeit davon! Ah, warte! Warte! Lacey Towers! Es gab einen Mord! Es sollte sein Unterschlupf sein! Aber Black Mask hat eigene Probleme, wie es scheint! Jemand ist eingebrochen und... Oh oh. Wer wagt es? Also... Jetzt haben wir ein Problem. Mir scheint, das Spiel ist vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat. Ich spiele keine Spiele, Slade. Jetzt haben wir ein Problem. Sag mir, wo ich Black Mask finde. Selbst für Sie, eine Vergeudung deines Talents. Nicht, dass das noch eine Rolle spielen würde. Der Fight allgemein gilt als einer der besten, wenn nicht sogar noch besserer Bossfight als gegen Mr. Freeze, was ich gehört habe. Ich meine, ich habe ja auch gespielt, aber ich habe jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Das
dauert das? Das kann man ja noch leicht droppen. Anscheinend doch kein Kinderspiel. Scheiße, 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 scheiße. Und wenn die Klinge kommt, dann haben wir ein Problem. Alter, was haut der da alles raus? Geht richtig lang, bis ich feier. Vor allem jetzt sieht man immer weniger. Ne? Man sieht nur am Anfang. Ich hab gut Leben gelöst, bisher. Zack. Oh nein. Wisst ihr was? Gut gekämpft, Batman. Aber ich bin stärker, schneller, klüger. Das ist krass. Ich konnte nur auf diese Weise enden. Alter, ich liebe Deathstroke. Ich liebe ihn. Ich würde sagen, dann machen wir in dieser Folge einen kleinen Cut, weil sonst kann das noch länger dauern. Es ist wirklich, glaube ich, weil man... Das ist das Raffinierte, habt ihr vielleicht gesehen. Irgendwann tauchen diese Symbole gar nicht mehr auf. Und du musst wirklich rein diese Reactions... 1:1 so quasi drauf haben. So Antizipation. Und das ist, deswegen gilt dieser Fight, glaube ich, insgesamt auch neben Mr. Freeze als der beste Bossfight der gesamten Arkham-Reihe. Und das ist schon geil. Ja, ich würde sagen, dann mache ich Schluss. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin. Bye.